Ein Duell der beiden Thomas-Brüder ging auch dem Tor des Tages in Hannover voraus. Pass von Giesel auf Libero Hellberg, der steht nicht im Abseits, 1:0. Iglitane verliert hier den Ball an Andrzej Kobylański, der fiel eigentlich nicht weiter auf gegen Greifensdorfer. Jörg Bach greift ihn an, fällt einfach auf den Hosenboden. Immer noch Kobylański gegen Kartemann. Und da ist er drin. Hannovers Schocktherapie für die angeschlagene Düsseldorfer. Andrzej Kobylański, knapp eine Stunde gespielt und es steht 0:1. Dann geschah dies in der 58. Minute. Reimann, Fallrückzieher aller Uwe Seeler, endlich 1:1.